Ich bin der Flamur Schauder, wir haben den Donnerstag, den 13. Januar 2022. Ich habe RK allgemein, wir haben Statuten gesehen, Rules of Procedure, und jetzt sind wir bei 0.192.122.50 Abkommen von 1993. Abschnitt 4, Schlussbestimmungen. Artikel 21, Vollzug. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten ist die mit dem Vollzug des vorliegenden Abkommens beauftragte schweizerische Behörde. Artikel 22. Beilegung von Streitigkeiten. Jede Meinungsverschiedenheit über Anwendung oder Auslegung des vorliegenden Abkommens, die nicht durch direkte Verhandlungen zwischen den Parteien geregelt werden konnte, kann von der einen oder anderen Partei, einem aus drei Mitgliedern einschließlich des Präsidenten, bestehenden Schiedsgericht unterbreitet werden. 2. Der Schweizerische Bundesrat und das IKRK bezeichnen je ein Mitglied des Schiedsgerichtes. 3. Die so bezeichneten Mitglieder wählen ihren Präsidenten. 4. Im Fall der Uneinigkeit der Mitglieder oder die Person des Präsidenten wird dieser auf Begehren der Mitglieder des Schiedsgerichtes oder Gerichts durch den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs oder, wenn dieser verhindert ist, seine Funktion auszuüben, durch den Vizepräsidenten oder, wenn auch dieser verhindert ist, durch das dienstälteste Mitglied des Gerichtshofs bezeichnet. 5. Das Gericht wird von der einen oder anderen Partei auf dem Gesuchswege angerufen. 6. Das Schiedsgericht setzt sein Verfahren selbst fest. 7. Der Schiedsspruch bindet die Streitparteien. Artikel 23. Änderung der Abkommens. Änderung des Abkommens. 1. Das vorliegende Abkommen kann auf Verlangen der einen oder anderen Partei geändert werden. 2. In diesem Fall werden sich die beiden Parteien über die vorzunehmenden Änderungen der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens verständigen. Artikel 24. Kündigung. Das vorliegende Abkommen kann von der einen oder anderen Partei unter Einhaltung einer Frist von 2 Jahren schriftlich gekündigt werden. Artikel 25. In Kraft treten. Das vorliegende Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft. Geschehen in, genau, und jetzt kommt die Originalsprache ist eben die französische Sprache. Weil, geschehen in Bern am 19. März 1993 in doppelter Ausfertigung in französischer Sprache. Also das Original ist in französischer Sprache. Genau, und dann ist das natürlich unterzeichnet von beiden Seiten. So, und damit wäre eigentlich die Playlist zum Thema IKRK vollständig. Ich denke, das sind die drei wichtigsten Regelwerke, die das IKRK definieren. Und in diesem Sinne kann man jetzt hier das konsultieren, wenn man die Playlist
Balkan. Wenn man da durchgeht, dann wird dort auf das IKRK verwiesen und hier kann man dann das auch konsultieren. Genau.